Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben wurde der Gameplay-Trailer zum kommenden Bloodhound Town Takeover Event veröffentlicht. Geht gerade mal so eine Minute 30 circa, eine Minute 25 um genau zu sein. Da zeigt ein paar richtig geile Sachen. Den neuen Spot vom Bloodhound natürlich sieht sehr, sehr edel aus. Ich zeige euch jetzt den Trailer. Danach melde ich mich eventuell nochmal zurück mit einer klitzekleinen Analyse und schau mal, was ich da so gesehen habe, was der eine oder andere vielleicht verpasst hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Trailer. Lasst vorab schon mal einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Vorerst viel Spaß bei dem Trailer. Haut rein. All machine fail. But the old ways preserve our Falai people. You will return as one of us, or return not at all. That will be your final test. Til Valhall! You will be the first. Bloodthunder. It is not my respect you must earn, young one. Ich starte jetzt mit einer kleinen Analyse, denn so ein bisschen was ist mir aufgefallen, was ich mega interessant finde. Und zwar schon direkt am Anfang. Und das geht wahrscheinlich den meisten mega vorbei. An den meisten vorbei. Und hier haben wir es nämlich schon. Eigentlich fällt doch hier nur auf, was im Hintergrund ist. Ein riesengroßer Berg, so Fujiyama-mäßig. Und schaut mal ganz unten im Vordergrund. Ich weiß, das ist jetzt durch diese Leiste, die hier immer mal aufgeht, ein bisschen unschwer, also schwer zu erkennen. Das ist der Eiszapfen vom World's Edge. Also können wir davon ausgehen, dass der Trailer, der vor kurzem rauskam, der Stories from the Outland Trailer, dass der auch auf dem World's Edge spielt. Quasi ist der World's Edge die Heimat von Bloodhound. Davon habe ich ja schon mal gehört von einem Abonnenten, TobiTubeser, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Der hatte mir das erzählt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dieser Eiszapfen scheint schon eine Weile hier so zu sein. Gehen wir mal weiter im Text, was es noch Schönes zu entdecken gibt. So, das ist quasi so ein bisschen der Eingang zum Spot für das Town Takeover Event, was sehr interessant ist. Und da bin ich sowieso mal gespannt, wie genau das abläuft. Ob diese Bloodhound Trials dann abgeschlossen für ein Team wie so ein PvE Event ist oder ob da ein gegnerisches Spot stören kann. Weil es ist ja bekannt, dass der Loot sehr, sehr begehrt ist und dass gegnerische Squads den Loot auch klauen können. Aber für die Zeit des, ich sage mal, der Prüfung, die man da ablegt, da wäre es interessant zu wissen, ob da ein gegnerisches Squad das unterbrechen kann. Das wäre mal interessant zu wissen, weil das sieht alles ziemlich PvE-lastig aus. Ja, der ganze Berg ist total verändert, das sieht so ultra stark aus. Und hier ist der Eingang. Und das Hologramm von der Charge Rifle finde ich ja mal ultra geil. Ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. So, jetzt sehen wir die Prowler das erste Mal in diesem Trailer und hier in-game, in Action. Ich mache nochmal ein kleines Stückchen zurück. Es gibt übrigens, ich glaube, drei verschiedene Varianten von Prowlern farblich. Ob die eine gewisse Stärke haben oder unterschiedliche Stärken haben, kann ich aktuell leider noch nicht sagen. Ultra geil aus. Es kommen auf jeden Fall mehrere. Das ist wie so eine Art Altar, kann man ja unschwer erkennen.
links, Mitte und rechts jeweils für eine Legende wahrscheinlich ein Altar. Vielleicht muss man ja so ein bisschen, wer Destiny kennt, kennt die Raids, die schwierigsten Missionen in dem Spiel. Vielleicht muss man ja bestimmte Mechaniken aktivieren, die man erstmal rausfinden muss, damit man, was weiß ich, die mittlerste Tür öffnen kann. Weil wir sehen gleich, wie die Tür sich öffnet und da der finale Loot rauskommt, der ja so begehrt ist. Ah, hier hat man übrigens noch ein anderes. Das ist halt so ein roter, rot-grauer Prowler. Und das ist so ein Prowler in der Farbe, wie er gerade tot auf diesem Berg noch zu sehen ist. Den werden wir wahrscheinlich nur noch morgen bis 19 Uhr dort bestaunen können. Und danach ist er weg. Genau. So, und jetzt geht die Box. Moment, jetzt muss ich mal ein Stück zurück machen. Das funktioniert ja wunderbar. Meine Fresse, kriege ich es noch hin. Es ging auch schon mal besser. Wir sehen auf jeden Fall hier eine goldene Rüstung, einen goldenen Helm, einen lila Helm. Und viel mehr lag da erstmal nicht drin. Oh, der Spot wird so begehrt sein. So, der legendäre Bloodhound-Skin aus seinen jungen Jahren ist natürlich klar. Oh, zieht euch doch einfach mal diesen Spot rein. Das sieht ja sowas von scharf aus. Ja, genau, hier geht es die Zipline hoch. Dann kommt hier die zweite Zipline und dann ist hier quasi dieser Sniper-Spot. So, okay. Limited Cosmetics, das ist auch klar. Hier wird jetzt Kings Canyon nochmal offiziell, na, vorgestellt, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall permanent, auch wenn das hier jetzt nicht steht. Und natürlich der Duo-Modus. Ja, viel mehr gibt es eigentlich zum Trailer gar nicht zu sagen. Wird dich jetzt. Ah, der Skin sieht auch edel aus. Finde ich ja mal ultra stark. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Eule. Nicht wie so ein Rabe, sondern eher wie so eine Eule vom Skin von der Seite her. Absolut starker Skin. Ja, es ist eine Eule. Sieht man von vorne auf jeden Fall. Alles klar, das war meine kleine Analyse zum Trailer. Ich bin echt gespannt. Ihr könnt euch in den Kommentaren natürlich gerne mal auslassen, was ihr euch vielleicht noch unter dem Bloodhound Trail so vorstellt, wie genau das ablaufen könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was man da noch entdecken kann, weil es wurde ja geschrieben, sobald man, ich sag mal, die Trials abgeschlossen hat, man ein bisschen Ruhe hat, wenn dann nicht gerade noch ein gegnerisches Squad kommt, soll man wohl mit Hilfe des Bloodhounds da noch irgendwas entdecken können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst euch aus, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und morgen, sprich Dienstag, ich denke, noch vor 17 Uhr werde ich meinen Livestream starten. Danach, so gegen 19 Uhr, geht dann das Event los. Ich kann euch aktuell noch nicht sagen, ob es einen extra Download gibt. Und ich hoffe natürlich, dass die Server stabil laufen, dass wir das Event auch genießen können. Ansonsten wäre es echt ein Mega-Scheiße. Und ich bin natürlich gespannt, obwohl die Frage erübrigt sich. Ich glaube nicht, dass man das Event Duos spielen kann. Das wird wahrscheinlich nur in einem ganz normalen Trio-Spot gehen. Okay, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich will gar nicht weiter drum rumlabern. Haut rein. Bis morgen hoffentlich zum Livestream. Das war's von mir. Ciao.